Klaus und Gabi Strasser besitzen 3000 verschiedene Obstbäume. Im Februar ist hier in ihrem Obstgartenreservoir in Ohlsdorf Hochbetrieb. Warum, erklärt uns der leidenschaftliche Sortenerhalter selbst. In unserem Obstsortengarten erhalten wir alte Obstsorten und damit man diese wieder weiter vermehren kann, muss man veredeln. Aus Kernen entsteht immer eine neue Sorte. Wenn ich genau dieselbe Sorte wie zum Beispiel einen Grafensteiner, einen Lederapfel oder einen Himbeerapfel aus Holobos, wenn ich so einen Apfel wieder genau reproduzieren will, dann muss ich veredeln. Zudem brauche ich diese einjährigen Edelreiser. Wir schneiden unsere Bäume so, dass möglichst viele dieser Edelreiser entstehen, die werden dann abgeschnitten. Ein einziges Auge reicht aus, wenn man das auf einen anderen Baum bringt, dass genau dieselbe Sorte wieder rauskommt. Und das geht schon über Jahrhunderte. Alte Apfelsorten, die sind schon ab seit dem 13. Jahrhundert immer durch Veredeln wieder vermehrt worden. Wie funktioniert es jetzt genau, dieses Veredeln? Jetzt muss man einen Veredelungsschnitt machen, eine sogenannte Kopulation. Das ist ein schräger Schnitt, der sehr gerade sein soll. Und da suche ich mir einen Ast, der ungefähr gleich dick ist. Hier wird ebenfalls dieser schräge Schnitt gemacht. Wir haben jetzt zwei gleich lange Schnitte. Jetzt machen wir noch einen Längsschnitt, damit er besser hält. Und jetzt werden diese zwei Schnitte gegeneinander geschoben. Innerhalb von 6 Wochen wachsen diese beiden Teile zusammen und schon wächst auf diesem Ast die gewünschte Sorte nach. Für Herrn Strasser ist es auch ein persönliches Anliegen, Apfelsorten zu schützen, um auch den bestmöglichen Genuss zu garantieren. Es ist so, dass heutzutage die Industrie die Äpfel sozusagen auf Vorrat produziert, um Jahre auszugleichen, wo man durch Frostschäden oder so irgendwas einen Polster hat. Und das ist der Grund, warum in den Supermärkten meistens Äpfel liegen, die schon 2 bis 3 Jahre alt sind. Und die liegen in einem sogenannten CA-Lager. Das ist eine große Halle, wo der Sauerstoff durch Stickstoff ersetzt wird. Und sobald der Sauerstoff weg ist, bleibt der Apfel in seiner derzeitigen Konsistenz stehen. Eine erschreckende Tatsache, einen Apfel zu essen, der bereits 3 Jahre alt ist. Da isst man doch lieber einen aus dem Obstsortengarten von Klaus Strasser. Es gibt in Österreich ca. 8000 Apfelsorten. Und diese Vielfalt geht verloren, einfach aus dem Grund, weil in den Supermärkten nur noch so 20, 30 Sorten maximal angeboten werden. Die, was halt, die gut lagerfähig sind, die gut auf Implantagen zum Produzieren sind. Aber die aromatischen, sehr guten alten Sorten, die halt die eine oder andere kleine negative Eigenschaft haben, die gehen verloren. Und wir wollen dem entgegenwirken und wollen vor allem, dass mit unseren Edelreisern und so die Verfügbarkeit dieser alten Sorten wieder vorhanden ist. Welchen Apfel der Obstliebhaber am liebsten isst, will ich natürlich auch noch wissen. Ich bin mehr der süß-säuerliche Typ, und da ist natürlich so ein schöner von Wiltshire zum Beispiel ein ganz toller Apfel. Natürlich von den moderneren Sorten der Topaz, der so ein ganz geschmackvoller Apfel ist. Und was nicht fehlen darf? Natürlich der Apfelstrudel, ist klar.